Morgen Leute, wir waren gestern noch spontan nach Brandkonzert im Club. Es war sehr lustig, ich zeige euch mal ein paar Ausschnitte. Und genau, wir gehen jetzt Frühstück holen, essen und dann gehen wir in die Stadt und drehen einen Vlog oder so. Und ich nehme euch mit. So, wir waren jetzt beim Bäcker, bringen alles ins Hotel und einfach der Kollege hier, er sagt, er hat einen Song gemacht, aber mit 15, Bro. Willst du mal Hörprobe geben, Bro? Digga, hört rein. Mach mal. Bro, lass weitergeben, Bro. Lass um die Ecke, Bro. Ich sag ja. Bro, volle Aufstrecke. Ja. Yeah. Neue Bandito-Video. Sie reden von Greetings. Und sich des Wings. Also mach keine Welle. Was, Bro? Bro, gar nicht, du warst 15, gar nicht so schlecht, Bro. Ich wär gar nicht so schlecht, so. Gar nicht schlecht, Bro. So in ein, zwei Jahren so ein krasser Song kann kommen. Bro, man so. Weiß nicht, kann sein, kann Alvaro sein. Alvaro Feature vielleicht, man weiß es Bro. Nicht. Oh, blöd, Alvaro Feature. Bro, man weiß nicht, so. Mal schauen. Checken wir mal ab. Aber du musst, eure Schwestern du musst werden auf unseren Songs twerken, das sag ich. Okay. Meine Abello, Bruder, Abello. Ey, Abello. Ey. Big Man, what's up, man? Das war echt so schön, ne? Alles cool, Bruder. Passiert mal. What's up? Yeah. Schau, wir kennen schon die Leute mal, hier so. Mal. Man kennt uns hier in der Hood. Man kennt uns schon in Köln, wir haben uns hier gemacht. Den. Auf jeden Fall. Die Leute winken uns zu, Leute wollen so Autogramm und so von ihm. Ja, Bro. Bro, mal sehen jetzt, ob Teil Gustav auch wacht. Wir hoffen schon. Sonst, wir müssen ihm Wasser in die Fresse kippen, das geht nicht, Bro. Bro, wir machen ehrlich so. So, wenn er nicht aufsteht, Bro, wir... Boah, wird mies abgefuckt. Aber nicht zur Flasche oder so. Nein. Ihr werdet sehen, so, das ist, Bro, wir gehen für ihn einkaufen, Bro, wir machen seine Arbeit so. Ja? Und er pennt schön in seinem Bett. Ich würde auch gerne in meinem Bett pennen, so, während andere für mich Sachen machen, so, aber... Kann ich alles haben, Bro. Okay, also sehen wir uns gleich im Hotel. Wir sind immer noch, ja? Ich hab schon mich eilig. Hallo, Bro. Boah, ist schon sag mal hallo, ist Kamera. 30, Bro. Sag mal hallo, ich Kamera. Du, ich bin doch zu blöd. Nein, zu ich bin doch blöd wie süß, hä? Hallo, Gustav. Hallo, Gustav. Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen Essen und so. Boah, wir machen Butterbrezel, ja, Bro. Er sagt Essen machen. Auf WC. Die muss man aufstehen. Bro, das ist halt der Moment, Bro. Reingeschissen. Ja. Du Wichser. Was macht er mit Handy, Digga? Was macht er mit Handy? Was macht er mit Handy, Bro? Digga, mach einfach wach mal auf, Digga. Wach mal auf. Bro, ich bin wach. Ich hab einfach echt keinen Bock auf Handy. Gustav, erinnerst du dich noch an Barcelona, als du mich noch mehr abgefuckt hast? Ja. Bro, du darfst dich nicht beschweren. Wie? Ich darf nicht. Bro, du hast Sachen auf mich geworfen. Du hast so Scheiße gebaut, Bro. Jetzt ist persönlich, Bro. Bro, ich bin eh schon wach. Das bringt nichts, aber die Musik nervt gerade. Es geht ab, wir haben es jetzt endlich geschafft rauszukommen. Der eine hier ist auch mal aufgestanden endlich. Sind wir jetzt, wer ist das Einkaufszentrum? Kölner Kern. Und mal sehen, was hier so abgeht. Welche Läden wollt ihr gehen? Alle, Bro. Mensch, ja komm, geh mal erst Oliver. Jetzt im Bershka. Ey. Bitte, Bro. Einfach ein Lied, oder was? Ja, Bro. Ja. Ist das für Chicks oder für Jungs? Oh, könnte man... Hä? Der könnte böse kommen, sagt er. Der? Der könnte böse kommen, wenn man nicht gut ist. Ja, wenn man so einen Zahl hat, Bro. Das könnte Gustav, Bro. Ja, cool. Boah, ich habe mir jetzt diese Hose ausgesucht und anprobiert. Weil ich weiß nicht, ob die was ist, Digga. Ich weiß nicht, ob die vielleicht. Ich dachte vielleicht mehr Baggy oder so. Ich weiß nicht, ob ich die holen soll. Ich glaube, ich probiere mal mit dem Sneaker an. Blöd hole ich die. Aber ich habe echt keine Ahnung. Bro, hast du schon mal solche KitKats gesehen, Mann? Ja, Bruder. Was ist das? Ich glaube, die müssen wir machen. Wir müssen Foodtest machen, was Jungs. Sagt ihr? Was sagt ihr? Ich sehe nicht, wir sehen es auf Kamera, Bro.
Bro, wir müssen fix Food-Test machen. Ich hab's noch nie gesehen, Bro. Also ich bewerte gleich diese KitKats. Weißt du was? Fix, die werden mitgenommen. Gibt's hier noch was Cooles? Okay, okay. Die hier Oreos. Boah, die sehen richtig ekelhaft aus. Nee, aber die KitKats, die werden fix mitgenommen. Also eigentlich ist Kölner Kahn genauso wie bei uns in München Riemer Kahn. Aber eine Sache, die ist krass, was sie haben, und zwar einfach VR-World. Sieht schon crazy aus. Oh. Das sind so die Spiele, die man macht, bitte. Ich kann euch ja mal die Geräte alle vorstellen. Ja, das ist ja. Also hier vorne, das sind die Twin Seats. Hier gibt es über 100 verschiedene Spiele drauf. Achterbahn, Abenteuerspiele bis Horror-Games für jede Altersklasse und Geschmack. Irgendwas. Und hier hinten haben wir die Cards. Die Cards sind, da sind Spiele drauf, die ähnlich wie Mario Kart. Ja, die zwei davon sind auch miteinander gekoppelt, da kannst du gegeneinander fahren. So, die Highlights sind die zwei Geräte hier. Das ist der 360-Grad-Simulator. Hier ist es, wenn du mit der Achterbahn oder mit deinem Raumschiff auf den Kopf fliegst, dann dreht auch der Stuhl auf den Kopf. Also du machst den Looping wirklich in echt. Komplett macht man einen Looping? Ja, also du wirst mit 5 Gurten festgeschnallt und machst einen Überschlag. Getoppt aber nochmal von ihm hier. Das war sehr gut. Von den Preisen ist so. Die Twin Seats, die Autos in der Eaglefly, die kosten alle 5 Euro eine Runde. Eine Runde ist so 4 bis 8 Minuten lang. Der würde 10 und der würde 15 Euro kosten. Okay. Das ist der Eaglefly. Das ist der Eaglefly. Hier, ja. Einfach aufstellen, das ist nicht mehr. Ich dachte, das ist Iron Man. Wieso nicht? Wie ist es? Wie ist es? Boah, ich fühl's echt so hart, Digga. Boah, was redest du? Boah, fuck. Ist krass? Ja. Du fährst nur Achterbahn. Ja, das fühlt sich halt echt so an. Oh. Bro. Schwer? Ist es schwer? Nein, chill. Ja. Sieht lustig aus, gell? Echt ein Achterbahn. Also Leute, ich habe gerade auch dieses VR-Ding ausprobiert und so. Ich habe böse Kopfschmerzen bekommen. Mein Spiel war auch nicht so krass wie seins. Aber auf jeden Fall ist echt eine coole Erfahrung. Also wenn ihr mal in Köln seid, könnt ihr ausprobieren. VR World Store. Ist schon was Besonderes, habe ich noch nie sowas gesehen. Also wenn ihr in Köln seid, dann checkt's mal ab. Bro, wie war's? 1 bis 10, wie war's? Ach, guck mal, kennst du was? Ja, schon. Wie alt bist du? Als ob jetzt. Also wie alt schätzt du ihn? 14. Wo ich sag? Er ist tatsächlich von uns einfach der Älteste. Er ist der Älteste, wir haben alle Ausweis dabei. Was ist da drin? Aus. Nein, ich muss erst den Ausweis, sonst glaube ich es nicht. 14 ist schon hart, Bro. 14 ist schon hart. Das ist kein Ausweis, du musst. Dann glaube ich es leider nicht. Drin. Nein, weil ich muss wissen, wie alt du bist. Darf ich drin? Wie alt bist du? Weil ihr seht echt jung aus. Nein. Darf ich was sagen? Ja. Wieso fragen Sie dann, weil Sie können gleich sagen, kann ich Ihr Ausweis sehen? Bitte? Nein, das musst du machen, für Dinge. Ja, weil du darfst nicht mitmachen, also ob man erst einen gewissen Alter darfst du mitmachen, ab 16. Ich hab doch gesagt, dass ich 19 bin. Wow. Ja, aber das kann ich Ihnen dein Gesicht. Ab 16? Genau, wenn du an der Kasse Alkohol kaufst, ne? Wenn jemand sagt, ja, ich bin keine Ahnung, 21 sieht aber aus wie 12, was machen wir dann? Muss man trotzdem nach dem Ausweis fragen. Aber es nimmst du als Kompliment. Ja, wenn du älter bist, bist du doch für jünger. Ja, okay. Forever young. Was darf ich Ihr Alter schätzen? Ja, gerne. Beleidige mich aber nicht. Nein, ich beleidige mich. 29. Okay. Ich sag. 22? Okay. Ich sag. Wir sind bei 23, 22. Ich sag 29. Okay, ich bin 26, werde 27 sogar. Aber ist ja okay, das heißt, oder? Siehst du, die Zeiten heutzutage sind schwer. Man kann nicht Leute so leicht. Du hast wie alt, du hast ihn 14 oder 12 geschätzt? Ja. 14. Skincare-Routine, solltest du vielleicht hier eine Skincare-Routine. Ey, was ist deine Skincare-Routine eigentlich? Erzähl mal, so. Sonne. Sonne? Mhm. In Deutschland. Schon hart, Bro. Wo ist Ihr erster Tag schon, ne?
Einer geht gleich auf Google und schreibt Bewertung. Ich schwör auf Gott, ich mach das. Einer geht gleich auf Google und schreibt Bewertung. Wer ist der Laden? Weißt du, wie der Laden heißt? Der Laden. Chill dich, Bro. Wer ist der Laden? Bro, ich geh wieder zurück, ich schwör auf Gott. Das ist der erste Tag, so ich kann so genommen werden. Oh mein Gott, Bro. Deswegen, ich hasse Schwarz. Nein, ich hasse Schwarz. Spaß. Oh Gott. Aber du hast Gott los, du warst auf ihrer Seite. Bro, ich hab ein bisschen gehetzt für Channel, aber so, ich bin auf deiner Seite, egal was passiert, Bruder, wer ist sie? Verstehst du? Bro, für mich, du siehst nicht aus wie 14, 15,5. Abwarten, du bist wertvoll, sonst am Ende der Sorgführer, haut dich, Bro. Schau mal. Heute der neue Banditorino auf Wurschtes Leben, verpiss die Kilos. Währenddessen bis zum 7 fallen, gibst dir die Kante wie Chelsea Trikots. Sie reden von Shootings, sie reden von Drilltings. On stage gibt es Bootings, also mach keine Welle. So Leute, wir sind jetzt spontan irgendwie in Düsseldorf gelandet, frag mich nicht wie. Es wird Köln-Düsseldorf gelockt. Jungs, wir gehen doch jetzt essen oder was ist der Plan? Ich sag euch ehrlich, ich würde mich gerade in München wohler fühlen. Bro, was ist. Bro, Pizza, Pasta, ich bin online, Jungs. Es regnet krass. Jungs, da ist noch was zu essen. Wir haben eigentlich nicht wirklich was gefressen heute. So. Also, wir waren jetzt gerade essen bei Basta. Pasta, nie wieder, Bro. Die haben einfach falsche Bestellung von uns aufgenommen. Wir mussten die dann zahlen, so. Wir hatten einfach gar keinen Bock auf Stress. Das war so unnötig. Ich wollte so Thunfischpasta und er hat mir Bolognese gegeben. Ich sag's euch, die Bolognese war wie vom Catering. So einfach, dieses Ding hat geschwommen einfach. Bro, wie war Bolognese? Ich hab schon gesagt, wie war Bolognese, Bruder? Wie war Bolognese? Hm? Er wird einfach leicht gecatcht, Bro. Wer? Bro, es war die schlechteste Pasta, die ich je gegessen habe in meinem Leben. Ich hätte eigentlich fast über gar nichts gegessen, aber ich hatte Hunger. Echt Farb, Bro. Komm sein schon, Bro. Und jetzt. Muss bewegen. Mach grad das Snipes Gewinnspiel. Bro, du bist ein schlechter Baller, Abel. Also was haben wir nicht in München? Bro, was machst du da, Bro? Ist noch nicht vorbei. Nur die Schuhe, Bro. Bro, mach Highscore, Bro. Also, Bro, da bin ich direkt besser geworden. Also, wir waren jetzt in Düsseldorf ein bisschen, es war ein bisschen kacke, weil die S-Bahn, Deutsche Bahn irgendwie abgekackt ist. Züge sind nicht mehr gefahren wegen Bauarbeiten oder so irgendwas. Bedeutet, wir hatten nicht so viel Zeit hier, Wetter ist auch richtig schlecht. Man, die trinken jetzt überall. Und, ja, wir fahren jetzt wieder nach Köln. Und vermutlich gehen wir in den Club, wisst ihr, was wir sonst machen sollen. Vielleicht seht ihr ein paar Ausschnitte, ansonsten war es das vielleicht mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es cool war, wenn nicht, dann halt nicht und so, ja. Abonniert, wenn es krass war. Jungs, Video ist vorbei, wollt ihr was sagen? Hast du ein paar Weisheiten, Bro? Weisheiten? Okay, ja. Okay. Sei nicht wie kleiner Imperator. Schamhaar. Oh, ein Tausendschiff ziehen. Was los? Oh, das ist mein Hass. Yeah. So, jetzt checken wir, wie diese asiatischen KitKats schmecken, Bro. Aber lies mal vor. Ni hao si fei chong, bi yong yi. Genau, auf jeden Fall. Pepsi. Karamell, Keks, Weizen, Schokolade. Bro, mal sehen. Er ist auf jeden Fall gut gelaunt, Digga. Ah, so sieht's aus. Die Jungs, hier, jeder ein. Das ist nicht Karamell, Bro. Bro, das ist nicht mal richtig Karamell. Hau rein, Bro. Smart. Ist Bruder. Oh, gar kein Loch Schokolade, ich sag euch ehrlich. Ja. Ja, warte, chill, ich muss erstmal noch essen. Ja. Ja, Bro. Aber ich sag dir ehrlich. Boah, ich mag kein Vanille, Bro, aber es schmeckt gut. Schmeckt gut? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so krass besonders, ehrlich. Ich würde es nicht holen, aber so. Ich sag dir ehrlich, ich hab eigentlich besser als normal KitKat. Er sagt besser als normal KitKat? Ja,
Ich weiß nicht, ich glaube normal taugt mir persönlich mehr. Ich glaube das mit Ei, also ein Eis. So ist halt so Weizen, gell? Ist halt so Weizen. Mhm, also, kann man machen. Kann man mal machen. Was gibst du, 1 bis 10? Ich gebe eine 6. Aber dafür, dass Vanille ist, ich gebe 7. 7? Also, asiatische KitKat geben wir eine 6-7. Mhm. Kannst du auch mal abchecken und sagen, was ihr davon denkt. Mhm. Genau. Ich glaube, das war's mit dem Video. Ich habe eigentlich schon Abspann gedreht, aber wir haben vergessen zu probieren. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert, schreibt es in die Kommentare, teilt das Video. Okay, teilen müsst ihr nicht. Wir sind jetzt keine Stars. Aber liked das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog. Bis dann. Sehr gut, genau. Bis dann. Sag ciao. Ciao. Heute der neue Bandito Rino, auf Wurschtes Leben verpiss die Kilos. Währenddessen bis zum 7 fallen, gibst dir die Kante wie Jesse Trikots. Sie reden von Shootings, sie reden von Drilltings. Und selbst gibt es Bootings, also mach keine Welle.